Weißer Rauch bei der SPD oder doch nur alter Wein in neuen Schläuchen? Martin Schulz hat im Europäischen Parlament eine große Koalition über Jahre hin gehalten. Er steht also für die GroKo, er ist überhaupt keine Alternative. Er hat sich in keiner Frage von der Agenda 2010, also von Hartz IV und von Langzeitarbeitslosigkeit, alles das, was damals angerichtet wurde, in irgendeiner Weise distanziert oder gelöst. Und er hat auch keinen nennenswerten Militäreinsatz abgelehnt. Also von daher ist es das, was die SPD mit Gabriel vertreten hat, jetzt nur durch eine, naja, auch nicht gerade sehr charismatische Persönlichkeit ersetzt. Und für uns heißt es, dass wir fest an den Inhalten bleiben müssen, dass die gesellschaftliche Linke, dass die Gewerkschaften, dass die Friedensbewegung ihre Forderungen genauso deutlich, ja noch verständlicher und populärer und zugespitzter ausdrücken muss, damit auch deutlich wird, dieses Personaltableau ist der Ausdruck einer nicht alternativen Politik, sondern einer Politik, die genau in dem Kurs bleiben möchte, der in ganz Europa, in den USA, den Rechtspopulismus und die chauvinistische Rechte stark gemacht hat. Denn das ist nun wirklich so. Und da kann man dem DGB-Vorsitzenden Hoffmann auch recht geben. Angerichtet wurde dieser Rechtspopulismus Le Pen, AfD, Trump durch eine Politik, die den Eliten verpflichtet ist, die den Großprofiten verpflichtet ist, die den Rüstungsexporten verpflichtet ist, die unter Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister, hat er die ja zulassen müssen, einen traurigen Rekord gebracht hat. Und von daher glaube ich, dass es relativ bald auch den Wählerinnen und Wählern sehr deutlich wird und dass die SPD sich nicht wesentlich aus ihrem Umfragetief erholen kann. Was ich noch dazu sagen muss, ist, die SPD verlangt von uns, dass wir unsere EU-Politik, scharfe Kritik an einer neoliberalen, undemokratischen, imperialistischen EU und unsere Außenpolitik, unser Verhältnis zur NATO verändern. Ausgerechnet von diesen ideenlosen Versagern sollen wir nun, die relativ stabil in den Umfragen stehen und die zweistellig werden können und die einzige Kraft ist, die Unzufriedenheit abholen kann, damit sie nicht nach rechts geht, die Politik übernehmen, die Außenpolitik adaptieren. Das wäre für uns ein Himmelfahrtskommando und deswegen kein Lagerwahlkampf, sondern die eigene Position deutlich, stark und prononciert und verständlich rübergebracht, ist die richtige Antwort auf die Personalverschiebung der SPD-Führung.